Search Control. Mal gucken, aber. Zombie ist es tatsächlich. Der coolste Skillscreen meiner Meinung nach. Finish. Ja, ist auch cool, aber ich mag Zombie schon ein bisschen mehr. Die ist auch sehr viel Escape-Stelle abhängig. Ja, wegen den Materialien. Ja, da, er will ja Stage, wo man nur Holz. Also, das schlechteste Stage ist für ihn, wo man nur Holz bekommt. Also, sowas wie Town and City in Smash müsste Bio so gehen. Da ja, hat er auch richtig gut. Ich denke mal, das wird Bio dann auch bannen, falls das für ihn problematisch wäre, auf jeden Fall. Aber ich denke mal, die haben einfach Gentleman auf PS2 gemacht, macht man ja öfter mal dran. Wir sehen jetzt gleich ein Ding-Dong schon, aber es gilt nicht. Wenn dann noch, wäre eine schlechte Stage für Steve hier. Hallo Bastion, weil er da viele verschiedene Mineralien bekommt und da der Ticker für Diamond. Oh, halt wunderschön. Die hat das Minecraft abgewartet und nutzt die Arme vom DK Punch aus. Oh. Nutzt den ersten Stock sehr schnell. Sehr nice. Die Hitbox von Minecraft ist auch kleiner als die Hitbox, die als hier die Grafik, die angezeigt wird. Da kann man sogar mit Captain Falcon Dash Attack oder mit Wolf Dash Attack durchgehen. Solange. Ernsthaft? Krass. Ja. Außer wenn ihr hier die Power Rail hat, da hat er ja am Anfang Super Armor. Ja, ich habe keine Ahnung, wie der Move genau funktioniert. Ich weiß auf jeden Fall, der hittet zweimal. Das finde ich schon schlimm genug. Ja. Aber jetzt gerade scheint auf jeden Fall, also Bio spielt bis jetzt sehr gut um die Minecarts rum, hat sich noch nicht einmal erwischen lassen. Ja. Jetzt gerade holt Veo auf jeden Fall ein bisschen auf, 123% ja. Und eine sehr gute Position, aber keinen Downtilt oder irgendwas. Ich hätte gedacht, da kann er besser Edge guarden. Die Hitbox von Minecart ist so, nur ein ganz kleines Minecart, wenn ich mich richtig erinnere. Wenn er drin sitzt aber, ne? Ja, wenn er drin sitzt. Die Birth Hitbox hat keine Ahnung. Ja, schön gesagt. Wieder offstage, die Kill. Das wird knapp. Aber er landet auch immer richtig aggressiv mit Meer, jetzt mit Hand und vorhin auch mit Erdach. Ja, der gut reagiert auch mit den S-Mesh und jetzt hat er die Diamanten. Holt sich auch direkt für den bereits angeschlagenen Stock. Das machen viele Steve-Mains, glaube ich, nicht. Die sparen sich den dann lieber für den letzten Stock auf, während sie den quasi bei 0% anfangen. Aber noch sieht's ganz gut aus. Und wenn er jetzt noch ein paar Mal Advantage bekommt, kriegt er vielleicht noch einen zweiten Diamanten. Okay, schaff's onstage, ja, das ist. Oh Gott, das hat er punishen müssen, ja, also ganz ehrlich. Ja, da das sollte nicht passieren. Der Move ist so schlecht, wenn er onstage landet. Aber gut, ne? Nervosität. Gegen DK, da ist man sehr angespannt, gerade gegen Bio. Ja, ich habe gegen Bio auch Game 5 schon mal. Sehr schön mit dem Run Back einfach. Die ganze Zeit genau um das Minecart rumgespielt und jetzt holt er sich beim Let's Steppen mit der Back Air den zweiten Stock. Und hat jetzt die ganze Stock Lead. Man sollte auf jeden Fall ein Stück Butter von Bio und sein Anti-Steve-Gameplay abschneiden. Ja, das macht er wirklich gut. Und jetzt hat er noch ein Gold auf jeden Fall, der Veo. Könnte er sich auch nochmal was draus machen, aber bleibt bisher beim. Keine Ahnung, was das gerade ist. Ich glaube, das ist der Eisen oder der Stein. Der Stein. Ah, okay. Und, okay. Es ist auf jeden Fall noch nicht verloren. Es sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus dafür, dass er sich so unconfident angehört hat, aber, oh Gott, ey, das konnte nochmal gar nicht machen. Auf sowas muss er halt wirken. Er ist so. Krass, ey. Aber Bio's Advantage, ne? Bio ist einfach anders krass. Ja. Der weiß halt, sobald er irgendwie eine gute Situation sieht mit DK, der kennt den Charakter richtig gut und dann weiß er auch, wie er sich den Stock holen kann. Das war schon sehr nice. Und mal gucken, wie jetzt der nächste Stage-Pick auf jeden Fall das Game verändert wird. Ja. Hier Solo-Main, DK Solo-Mains müssen auch auf einem anderen Level sein, um zu gewinnen, weil der Charakter ist sowas von cheesy, dass. Ja, auf jeden Fall. Dass man muss seine Recovery in- und auswendig kennen und wirklich, wenn man recovern möchte, muss man teilweise schon den Gegner readen. Ich habe auch das Gefühl, er hat einfach Schwächen, die man in vielen Matchups nicht so wirklich ausgleichen kann. So mit irgendwas, dem man halt irgendwie einen guten Gameplan hat oder so. Das macht ihn halt zum Teil sehr vulnerable. Ich meine, was machst du, wenn du deine Recovery fast von dem Charakter abused werden kann? Aber das müssen wir hier auf jeden Fall auch mehr von Veo sehen, dass er sich vielleicht mal öfter offstage traut, dass er generell. Dein Advantage da länger hält, weil ich glaube, das ist eigentlich das, wo man Donkey Kong am meisten ausnutzen kann. So in Interactions, so im Neutral, ist er vielleicht gar nicht so schlecht gegen Steve, aber im Disadvantage müsste er ihn eigentlich so wegrasieren. Also mal gucken, ob er da irgendwie noch. Das Ding ist ja auch, Heavies haben ja auch öfter mal so andere, also zum Beispiel Mario, haben die auch andere ideale Combo Trees als zum Beispiel alle anderen Charaktere. Die sind da nochmal ein bisschen spezieller und da kannst du auf jeden Fall einiges anders machen. Okay, ein Spike. Das überlebt er sogar. Ja, mit dem Jump, das reicht dann auf jeden Fall, aber war schon ziemlich knapp. Jetzt ist der Schild low. Der kann jetzt den DK Punch nicht mehr shielden. Aber Veo derzeit im Lead, ne? Muss man auch sagen. Sieht besser aus als Game 1. Der Pick ist vielleicht auch gar nicht so schlecht für ihn. Er sollte lange überleben. Das war sehr knapp. Hier bekommt er auf jeden Fall auch mehr Iron auf dieser Stage. Und diesmal ein Fehler von Bio. Trifft den Spike, der Upsmash aber leider nicht. Okay, jetzt muss gemasht werden. Nein, er geht für den Ding Dong.
versucht nochmal ein Airdodge zu reden und mit der Backer schon wieder das Minecart. Okay. Um Minecart spielen, das macht Bio krass. Das finde ich echt heftig. Das Offstage ohne Iron? Okay. Was macht ihr da? Boah, schön. Oh, sehr gefährlich, sehr gefährlich. Ich meine, hätte ein bisschen schneller sein müssen mit dem DK Punch, dann wäre er gestorben, aber. Aber hat funktioniert, aber in der Position Grab eigentlich, okay, sehr schönes Minecart, ja, und da kann er auch selber nicht rausmaschen. Jetzt weiß Bio endlich mal, wie seine eigene Medizin schmeckt, aber kriegt auch direkt die Backer ab und jetzt ist es wieder even. Okay, jetzt mit Iron Tools, aber er kann jetzt Minecart nicht so abusen. Und auch immer noch keinen Diamanten bekommen. Und ich habe auch letztens von Schrobo erfahren, du behältst ja die Rohstoffe, die du mit Steve hast, wenn du den Stock verlierst, aber diese Route... Also die Route, in der du deine Materialien bekommst, die resettet quasi nach jedem Stock wieder. Das heißt, wenn du in einem Stock den Diamant nicht bekommst, dauert es wieder genauso lange, bis du den theoretisch wieder bekommen könntest. Ja. Und deswegen ist es, denke ich, immer sehr gut, Steve zu töten, bevor er den Diamant bekommt, so oft wie möglich. Und ich denke eigentlich auch, wenn du 0-0 stehst, ist das eigentlich ein guter Advantage, den du dann gespielt hast, hier im Bios-Fall. Und der Oh, die Tech-Animation, kurz invisible gewesen, jetzt der Up-Smash, reicht nicht. Aber schon wieder ein Lied von Bio, von Veo. Vor allem war auch dein... Die Steve Diamond's Backer ist genauso strong wie Ascent's Backer. Ja, das ist nicht normal. Das ist echt nicht normal. Okay, wieder Minecart. Er versucht drum rumzuspielen, aber schafft es nicht. Das könnte killen. Das killt. Das killt bei 80. Sehr, sehr starker Move, wenn er trifft. Das sind die Bio-Options. Ja, okay. Minecart, kurzer Prozess. Jetzt ist der Diamant da. Und der hat auch ganz viel Eisen. Das ist eine gute Ausgangslage diesmal auf jeden Fall. Auch wenn der Diamant weg ist, kann er halt noch das Gold benutzen. Ja. Aber das Gold ist auch richtig useful für Power Rails. 70% mit einem Hit, das ist... Ja, die ist aber auch DK, muss man sagen. Ja, okay, das und von ist Steve, bei Steve könnte es schlimmer sein, okay, schöner Grab. Ja, Veo gibt hier gerade alles, okay, das war ein bisschen greedy, aber gut, nicht gepunished. Der Mix-Up auch teilweise mit dem Minecraft und Shield, um einfach safe zu sein. Aber die Callouts von Bio finde ich hier trotzdem sehr krass in dem Match, auf jeden Fall, was er schon für Sachen gepunished hat. Er weiß auf jeden Fall, wahrscheinlich auch durch MK, dass er das Matchup sehr viel gepracticed hat, so wie das aussieht. Auch wenn es wirklich sehr schwer ist. Back, okay, Dash Tag. Ah, die Rolle hat er gecatcht, aber war ein bisschen zu früh diesmal. Er geht. Okay, Ding Dong. Aber reicht nicht. Carlos hat ihn da vielleicht. Ich weiß nicht, wie hoch Carlos nach oben ist von der Plattform, aber das könnte ich mir auf jeden Fall gerettet haben, quasi der Pick. Okay. Oh shit. Hat nicht geklappt. Ich sehe gleich. Oh, das hätte ihn töten können. Aber er lässt sich nicht grabben, das hat er gut gemacht. Er weiß nämlich, dass er um den Grab rumspielen muss, das ist sein Ende, aber diesmal kann er das Game closen und es geht zum 1-1. Sehr nice. 1-1. Die Rolle war sehr wichtig, mit der er den Grab evaded hat, auf jeden Fall. Ja, man hat gesehen, wie er in den letzten paar Prozenten Dauer auf Backer und Shield getroffen hat und ich dachte schon, ey, er muss jetzt mal grabben, er muss jetzt mal was anderes machen, als Backer zu machen, aber scheinbar hat es funktioniert. Da war, hat hier Bio einfach zu schnell ein Dash out of disadvantage gemacht. Game 3. Ich habe jetzt nicht gesehen, was gepickt wurde. Habe ich auch nicht mitbekommen. Aber für ein Game 1 hält Veo sich auf jeden Fall wacker. Diesmal der Enderman-Counterpick 1-1. Ah, wieder PS2, ja. Hat funktioniert beim ersten Mal, warum nicht? Back air. Warum hat der... Okay, das könnte gefährlich sein, aber nein, keine. Ich hätte gedacht, da könnte vielleicht irgendwie spiken, also zwei Mann Spike hitten. Aber bisher... Oder sieht man schon hier die DK-Route, das funktioniert normalerweise nicht. Aber diesmal auch schon wieder. Jetzt hält er den Advantage wirklich sehr gut. Oh Gott, es hat Schaden gemacht, aber kein Knockback. Ja. Sehr weirde Interaction. Aber der hat ja schon 100%. Boah, schön. Jetzt hält Veo sein Advantage auf einmal richtig gut. Ey, einmal ein Advantage gehabt und die ganze Zeit an der Ledge gepeschert und direkt den Stock gezogen. Das war nice. Das war sehr, sehr nice. Der erste Win in Game... Also aber jetzt kommt Bio mit ganz abgespaceden Sachen. Der Win in diesem Game hat wahrscheinlich einen Teil seiner Nervosität genommen, aber... Ja, aber es kommt auch schnell mal wieder, wenn DK dir von einem nach dem anderen verpasst, so. Aber ja, solange... Er kann jetzt noch ein bisschen sich ein Advantage holen, auf jeden Fall. Theoretisch könnte er auch noch meinen... Er hat... Nee, das geht noch nicht. Nein, das geht noch nicht, wow. Er hat das Gold, glaube ich, schon. Theoretisch kann er noch versuchen, sich den Dia zu holen, aber muss er jetzt noch einmal irgendwie versuchen, irgendwie ein bisschen Zeit zu meinen zu haben, aber bekommt er nicht. Und da kannst du auch so gut mashen wie der beste Masher der Welt, da kommst du nicht mehr raus bei den Prozenten. Ja. Okay. Da wieder ein bisschen Kombos von DK. Ab er näher, noch eine näher. Die Rolle. Das war die richtige Wahl in dem Fall. Oh, das war No Impact Landing. Das ist 2 Frame genau. Das ist mega schwer zu machen. Und jetzt hat sich auf jeden Fall auch gelohnt. Jetzt hat er schon wieder die 88%. Mal sehen. Okay. Ich meine, das Ding ist, es ist so weird, wenn die beiden immer chargen, aber ich meine, für DK ist es, glaube ich, super wichtig, den Punch abzuhaben und dann muss Veo auch vorsichtig sein, aber er gibt ihm Zeit zum Minen. Das ist auch nicht so ungefährlich, denke ich.
Aber noch haben wir keinen Diamanten gesehen. Das ist wieder Gold. Ich habe gerade wieder den Chart gesehen. Jetzt hat er den nicht. Kriegt den Miet. Ja. Und wieder kein Diamant. Jetzt wird es halt langsam richtig scary für Vego. Das könnte gefährlich werden. Wenn du ohne Diamant spielen musst, dann nutzt du die volle Stärke deines Charakters auf jeden Fall nicht. Muss man so sagen. Und die volle Stärke deines Charakters ist so brutal. Aber den Upsmash kennt er, also er gönnt er sich. Okay, er meint. Baut ein kleines Haus. Okay, es ist gerade so spannend mit Steve, dass wir beide gerade nicht reden. Ja, es ist... Ich meine, gerade eben war einfach nur ein Hit, was will man da groß sagen? Weil die beiden Charaktere spielen auch manchmal ein bisschen schon, aber ja, oh. Das, nein. Nein, das war ja bitter. Er stand so weit weg. Und eigentlich ist seine Hitbox eigentlich auch so horizontal so klein, glaube ich, von Steve, weil er einfach nur so nach oben geht. Vor allem auch zum Beispiel, das ist, hätte ich nicht gedacht, ey, aber ja, die Cave Side B, die trifft manchmal sehr, sehr weird. Und damit 2-1 für Bio. Jetzt wäre schon mega Hype, wenn wir auch gleich das Game 5 sehen. Ja, schon. Jetzt kann er auf jeden Fall nochmal auf Carlos gehen, falls hat er wieder nicht gebannt. Gibt wahrscheinlich andere Picks, auf die er weniger Lust hat. Ja. Auf Carlos kriegst du wahrscheinlich noch viel Eisen dann, oder? Ja, ist eine Eisen-Stage. Ja. Und okay, geht wieder zu Zombie. Er war jetzt einmal Zombie, jetzt Enderman und wieder Zombie. Ja, Zombie ist auch besser. Enderman of Truth. Okay, und es geht los. Es wird gemeint und es wird gerotiert mit der Faust. Das Minecart ist erstmal raus, das erste, aber kriegt direkt wieder neues Eisen natürlich. Es ist. Wir sehen auch immer, wenn der Minecart nutzt, ist DK immer über ihn und punisht ihn mit einer Landing Nair oder einer Fair. Das immer. Okay, schön. Walk-up, aber er konnte rechtzeitig springen in dem Moment. Das hätte ein bisschen mehr Schaden sein können. Er hat leider den Landing auf dem Block nicht bekommen. Oh, gefährlich. Das ist Clip, kein Tag. Und dann hat er eine langsame Option gewählt. Das war heftig. Aber jetzt hat Bio auf jeden Fall einen guten Lead. Das ist, also ich glaube jetzt, dass es nicht mit so einem Game 5 kommen wird. Aber Steve ist natürlich so also explosiv. Also wir hoffen natürlich. Bei Steve weiß man ja nie so. Der kann halt so schnell mal einen Rückstand wieder aufholen quasi. Okay. 104, ist gefährlich langsam, auf jeden Fall für DK auch. Er holt das wirklich ziemlich gut auf, so, aber wenn er den Kill nicht bekommt, ist es erstmal egal. 90% sind es jetzt so. Und wir wissen, so ein Stock gegen Bio verliert man schnell mal. Aber schön den Grab gedodged schon wieder. Und diesmal geht er, täuscht mit dem Dash in einen Move an, aber geht dann trotzdem für den Grab, weil er gesehen hat, dass er den Schild hält. Das war wirklich gut. Aber er struggelt hier auf jeden Fall, den Stock irgendwie zu bekommen, habe ich das Gefühl. Er weiß nicht genau, was er da wieder... sich den holen kann. Ich meine, Minecart, da haben wir gesehen, kann Bio sehr gut drum rumspielen. Und sonst muss wahrscheinlich erstmal mit einer Dash-Attack oder so Advantage bekommen und ihn dann irgendwie dadurch pressuren, denke ich. Okay, das ist ein... Oh! Nein, der hat zu lange geladen. Oh, das wäre Stock gewesen. Das hätte es wirklich sein können, ja. Und der hätte wahrscheinlich auch getroffen. Ja. Das ist ärgerlich. Aber auf jeden Fall, das waren so ein paar Missplays von Bio, die ihm echt teuer zu Kosten gekommen sind bisher, habe ich das Gefühl. Okay. Ja. Jetzt hat er ihn Offstage. Das wissen wir, da kann er auf jeden Fall sich die Punkte holen. Up Smash? Ja. Das gilt. Aber so. Der Lead, den er da am Anfang fast sich wiedergeholt hat, ist mittlerweile halt wieder bei 92%, okay. Also Steve, das schafft er schon. Und jetzt hat er den Diamond für den letzten Das Star. Ist wichtig. Das ist wichtig auf jeden Fall. Und jetzt muss er noch versuchen, so viel Schaden wie möglich zu machen, natürlich. Geht das schon? Nein, noch nicht ganz. Okay. Oh, das sieht... Ich bin... Okay, ja. Er kann ja immer so weit gehen. Ich vergesse das immer. Guter Mix-Up. Holt sich die Stage-Control zurück. Nice. Oh, aber das kill ich. Ja. Bio geht schon die ganze Zeit richtig aggressiv von Offstage oder der Ledge. Was war das schon wieder? Das sah so komisch aus. Ich kann's erklären, aber das würde die nächsten 30 Minuten dauern. Das hat wahrscheinlich einfach getradet. Aber die Backer von Ascend. Von Ascend. Da sehen wir auch ein bisschen Emotionen bei Bio. Das war sehr ärgerlich. Aber er hat den Lead noch. Auch wenn er jetzt Diamant hat. Das kann er noch holen. Okay. Blankt. Jetzt muss er... Oh, er rollt nicht. Und der verkackt das No-Pick-Landing. Aber trotzdem guter Schaden. 77, das ist massiver Damage. Okay, schön geschildert, da. Mit dem Diamant-Jab. Nein, der... Gefährliche Position, er muss jetzt Stage-Control zurückholen. Ich hab gedacht, der geht für den Normal-Get-Up. Ich hab wirklich gedacht, das war's. Nein. Da hat er... Er überlebt aber noch. Er hat nicht jeden Hit bekommen, sondern nur die letzten. Sonst wär's vielleicht gefährlich geworden. Okay, kann er rausmashen? Nein, kann er nicht. Nein.
Das ist der. Ja, das war's. Genau davor, davor, wo er Angst hatte. Ja. Das kostet ihr dann den letzten Stock. Schade, ja, okay, aber gutes Game auf jeden Fall von beiden. Hat sich gut geschlagen. Damit verabschiede ich auch, weil ich jetzt auch spielen muss. Ja, steht das Bracket schon? Dann muss ich wahrscheinlich auch bald.